habe, glaube ich, eine wirklich schwierige Aufgabe, Friedensbewegung und Afghanistan in irgendein Verhältnis zu setzen. Ich will vielleicht mal mit drei Rahmenbedingungen anfangen und dann was zur Friedensbewegung sagen. Es ist der längste Krieg, an dem Deutschland beteiligt war. Und er endete, wie fast alle deutschen Kriege, im Fiasko. Keines der Kriegsziele, die von Schröder, Fischer formuliert worden sind und sich dann die nächsten 10 oder 13 Jahre durchzogen, wurde auch nur ansatzweise erreicht. Die Heuchelei dieses Krieges um angebliche Menschen- und Frauenrechte wurde ja zunehmend und Gott sei Dank immer mehr demaskiert. Darum ging es nie. Schröder hat es ja dankenswerterweise gesagt und Bush hat sich haben wollen. Es ging um geostrategische Interessen und dass Deutschland das wieder was sein wollte in der Welt, aber nie wieder alleine, wollte an der Seite der USA imperiale Politik gestalten und ist mit den USA abgeschlossen. Dieses gibt aber keiner zu. Von daher ist die erste Konsequenz dieses längsten Krieges der Bundesrepublik Deutschland, dass eigentlich dieser Krieg mal evaluiert werden müsste. Es müsste eigentlich mal eine Aufrechnung und eine öffentliche Debatte darüber stattfinden, was war. Aber dieses fürchtet natürlich unsere politische Klasse wie der Teufel das Weihwasser. Weil sie nämlich genau wissen, dass sie dann nackt ohne Unterhose dasteht. Und das wollen sie nicht. Von daher ist Verschweigen angesagt. Bloß vergessen und bloß abhaken und nicht mehr thematisieren. Aber, das ist mein zweiter Punkt, dieser Krieg hat dieses Land verändert. Mehr, als wir uns oft tagtäglich wahrhaben wollen. Und es sind nicht nur die Toten, es sind nicht nur die verwundeten Soldaten, es sind nicht nur die Traumatisierten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Es ist nicht nur eine neue Militärelite, die Krieg geführt hat, was es vorher nicht gegeben hat. Nein, ich glaube, dass mit diesem Krieg es gelungen ist, die Diskussion um das Instrument Krieg wieder politikfähig zu machen. Gott sei Dank nicht mehr fähig in diesem Land. Und das ist die Errungenschaft der Friedensbewegung, wozu ich später noch kommen werde. Aber es hat dieses Land verändert. Und das geben wir uns oft auch viel zu wenig zu, weil daraus kommt, dass Krieg wieder etwas Normales ist, das wir 13, 14 Jahre geführt haben. Und an das wir uns gewöhnt haben und uns auch gewöhnen sollen. Weil wenn man sich einmal gewöhnt hat, ist man ja vielleicht auch bereit, den nächsten und den übernächsten Krieg zu führen. Und erzählt mir keiner, dass unsere geostrategischen Interessen dieses als Instrument ausschließen. Frau von der Leyen und Herr Gauck unterstreichen mindestens jeder zweite Rede, wie dringend wir doch wieder kriegsfähig und intensiver kriegsfähig auch im Kopf werden sollen. Von daher ist mein zweiter Punkt, dieses hat das Land insgesamt verändert. Und es hat auch eine Opposition neu formuliert und formiert. Es hat zwei Parteien, mit denen wir in der Friedensbewegung in den 70er und 80er Jahren eng zusammengearbeitet haben, auf die Seite des Krieges gebracht. SPD und Grüne. Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Es war damals schon eine Lüge und heute ist es historisch absurd, was damals von sich gegeben worden ist. Joschka Fischer führte eine pazifistische Partei in den Krieg und hat sie heute so weit mitgeholfen zu drehen, dass wenn man den Bundestag fragt, wer die am meisten kriegsbegeisternde Partei ist, und nicht mehr die CDU nennen darf und muss, sondern die Grünen. Die nach jedem möglichen Einsatz, wo man überhaupt Soldaten hinschicken kann, das allererste schreien, sollen wir da nicht auch hingehen. Und das ist, Lübeck ist das schlimmste Beispiel meiner Sicht nach, aber es gibt viele weitere, vielen Übereinstimmungen, die wir sicher in Atomwaffenfragen, Ablehnung und so weiter mit den Grünen haben, ökologische Umgestaltung, die Befürwortung maßgeblicher führender Kräfte der Grünen ist verheerend für dieses Land.
Und hat aber auch andererseits eine Oppositionspartei hervorgebracht, die es bis heute durchgehalten hat, eine Antikriegsposition zu haben, gegen massiven Druck der Mainstream-Medien, der politischen Elite, das sind die Linken. Das muss man eigentlich der Wahrheitsgemäß auch benennen, wenn man das nennt. Und es hat eine Kraft gegeben, und damit bin ich bei der Friedensbewegung, die vom ersten Augenblick an gegen diesen Krieg mobilisiert hat. Die Friedensbewegung hat schon zu Beginn des Jahres 2001 nicht gezögert. Und ich kann mich an die erste Demonstration noch auf dem Gendarmenmarkt in Berlin erinnern, wie wir gegen den gesamten Mainstream, gegen den Krieg demonstriert haben. Und wir haben es bis heute durchgehalten. Aber wir haben auch vieles nicht geschafft. Und mein erster Punkt, den wir nicht geschafft haben, ist, wir haben nicht geschafft, eine wirkliche Antikriegsbewegung zu entwickeln. Wir sind immer in der Afghanistan-Ablehnung auf der Straße klein geblieben. Das ist auch unser Versagen, unser Fehler. Bei tollem Engagement von vielen, und einige sitzen ja auch hier im Raum, die ganzen Jahre dabei bewegen, aber wir haben keine Massenbewegung gegen den Krieg geschafft. Wir haben aber durch unser laufendes Engagement dazu beigetragen, dass die Ablehnung des Krieges in der Bevölkerung stabil geblieben ist und gewachsen ist in den letzten Jahren. Das ist die Ambivalenz, in der wir uns, glaube ich, bewegen. Und ich will noch mal eine zweite ganz große Errungenschaft sagen. Wir haben es geschafft, zu einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen deutschen Antikriegsgegnern und afghanischer Exilbewegung zu kommen. Und ich will wirklich sagen, Karim, das ist ohne dich nicht denkbar gewesen. Wir haben viele mitgeholfen, aber du ganz sicher auch. Und für mich ist das auch eine ganz, ganz große Errungenschaft, dass wir diese Gemeinsamkeiten im nationalen, und wir merken es zunehmend auch im internationalen Rahmen. Also wo ich jetzt hinkomme, sei es nach Wales, an die NATO-Konferenz, gibt es eine Arbeitsgruppe, wo Exil-Afghanen in Großbritannien mit Friedensbewegung auch zusammenarbeiten. Und viele sagen, das haben wir von euch übernommen. Also ich glaube, da können wir auch ein ganz, ganz bisschen stolz auf uns sein, dass wir das angestoßen haben. Ihr wisst alle, die in diesem Raum gesessen haben, dass das nicht einfach war. Wir haben uns manchmal in die Haare gekriegt. Wir haben auch manche unterschiedliche Positionen, bestimmt bis heute. Aber ich glaube, das ist eine große, große Errungenschaft. Und ich sage, das sollten wir wirklich hegen und pflegen, auch für die Zukunft und weiter. Ich muss persönlich auch sagen, ich habe viele neue Freundinnen und Freunde kennengelernt, mit denen es viel, viel Spaß gemacht hat, das zu entwickeln. Mein nächster Punkt, so ein bisschen in Richtung, wie geht es weiter? Ich glaube, der erste Punkt ist, wir haben ja eine Schlacht noch zu schlagen, die wir gerade zweimal verloren haben. Das ist die juristische Schlacht. Kundus, sage ich mal als Stichwort. Was ist das eigentlich für ein deutsches Gericht, für deutsche Gerichte, die jemand, der so klar illegalen Militäreinsatz befohlen hat gegen Zivilisten, nicht verurteilt? Das zeigt immer noch, in welcher konservativen Tradition unsere Juristerei steht. Der ist sogar befördert worden. Herr Generalmajor. Und es bleibt, glaube ich, unsere Aufgabe, diesen Fall nicht nur wegen der afghanischen Betroffenen, sondern ganz generell für die Demokratisierung dieses Landes und auch für die Liberalisierung unserer Justiz weiter durchzukämpfen und zu gucken, dass auch vor Gericht letztendlich die Gerechtigkeit siegt. Und die Gerechtigkeit siegt. Für Mord und Totschlag zuständig sind, entsprechend verurteilt werden. Und wer ein bisschen den Blick in die Geschichte wirft und in die Geschichte unserer Justiz wirft, der weiß auch, wie lange es gedauert hat, bis die Verbrechen des Faschismus aufgearbeitet worden sind. Von daher ist es typisch für unsere Justiz, aber notwendig für uns, mit dem langen Atem an diesem Fall dran zu bleiben. Zweitens, der Krieg ist nicht vorbei. Und von daher müssen wir, und von daher ist für diese Veranstaltung heute für mich ein Symbolcharakter, Afghanistan auf der Agenda halten. Und ich möchte mal sagen, ich bin gegen das Hip-Hop der Friedensbewegung, die immer auf den neuesten Triumph springt, der gerade irgendwie durch die Medien gejagt wird.
Wir haben eine Verantwortung, bei Afghanistan am Ball zu bleiben, das immer wieder zu thematisieren. Wenn wir es nicht zu 100.000 auf der Straße schaffen, dann sollten wir es in solchen Veranstaltungen, ähnliche Aktivitäten, zu den Gedenktagen, zu den Aktionen immer und immer wieder machen. Wir dürfen Afghanistan nicht vergessen. Wieder zu vergessen ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das heißt auch, dass wir unsere Zusammenarbeit insgesamt weiterentwickeln müssen. Und das ist mein letzter Punkt, bringt mich auch nochmal zu einer Personengruppe, die wir niemals dabei vergessen dürfen. Wie viele Afghaninnen und Afghanen sind im Mittelmeer beerdigt? Keiner weiß es. Aber immer wieder wird genannt, dass die Flüchtlinge auch aus Afghanistan kommen. Und die Flüchtlingsfrage und das so inhumane Vorgehen unserer oder europäischen politischen Eliten muss von uns thematisiert werden. Es kann nicht sein, dass eine Festung Europas sich gegen die Welt abschottet. Und da möchte ich einen letzten Gedanken sagen aus der Diskussion von vorhin. Und den sage ich ganz zugespitzt, auch vielleicht ein bisschen brutal. Wir haben 300 oder 500 Jahre Neokolonialismus zu verantworten. Und dieser Neokolonialismus hat nicht nur in Afghanistan Kulturen und Entwicklungen zerstört, hat auch dort Menschen inhuman gemacht. Aber das ist die Schuld primär und erstmal des Neokolonialismus. Das heißt, wenn wir mit einem Finger auf ein völlig berechtigtes, inhumanes Handeln von Menschen in einem dieser Länder zeigen, zeigen drei Finger immer und immer auf uns. Weil es ist unser neokolonialistisches Ausbeutungsverhalten, das die Voraussetzung ist, dass so viele Strukturen in anderen Ländern zerstört worden ist und dass so viel brutale Gewalt und Unterdrückung in diesen Ländern herrscht. Von daher, wer wirklich Gerechtigkeit will, wer wirklich Menschlichkeit in die Mittelpunkt stellt, muss den Neokolonialismus in diesen Ländern besiegen und zerschlagen. Und das heißt, das ist wirklich mein letzter Satz, wir dürfen Griechenland keine Sekunde aus den Augen verlieren, weil Griechenland ist das Exempel, wo es heute hier in Europa durchexerziert wird, mit dem Ziel, die Kräftekonstellation zu ihren Gunsten zu verändern, um den Neokolonialismus noch so lange wie irgend möglich fortzusetzen. Deswegen ist Krieg und Gewalt die Absage, immer auch eine Absage an über 500 Jahre sich entwickelte neokoloniale Strukturen. Nur so kommen wir zu Frieden und globaler Gerechtigkeit. Herzlichen Dank.